Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge Minecraft Continuum. So, wir haben jetzt was Geniales vor. Ist mir kalt, Alter. Was Geiles vor. Du erklärst, ich gehe mir meine Jacke holen. Ja, wir wollen jetzt die Küche umbauen. Ja, mein Plan hat ja gerade her. Nee, du hast nur gesagt, ich soll noch ein paar Küchenfliesen machen. Was heißt denn hier, oh Gott? Oh Gott, bin ich ein Lorsch. Aber dafür bist du ein Lauch. Ja, ja. Das wüsste ich aber. Oh Gott, ich hab eine Folge mitgebracht. Egal. Im Spiel wie auch im Real Life. Warte. Wo ist meine Tasche vollgemüllt? Ist doch ordentlich aus. Warte. Duden, dieden, datten, du da, Alter. Effizienz. Warte. Komm nochmal hier eine Runde weg. Soll ich mal soweit alles abbauen? Warte. Bisschen etwa. Achso, der hat das Wort wieder verkehrt. Wie baue ich das? Na, die, ja, die Küche. Ja, wir können die abbauen, die ich dachte mir, wir machen die Küche hier hüben an die Wand. So, ja, welche? An die hier. Wir müssen nur mal die Schwerte mal damit wäre oder höher. Damit das nicht komplett so groß ist. Warum gehen lassen wir bloß ein bisschen? Ja? Also, die zwei rein hier vorne kommen wieder. Ah ne, hier kommt noch eine Reihe hin. Kann sein, dass das, was ich gesagt habe, getragen habt, nicht reicht. So? Ein bisschen oder was? Ja, ein bisschen noch, damit kann es gehen. Ah, da war das bitte Telefon. Ich weiß nicht, was das für ein. Ah, wo kommt der noch? Ja. Wir kommen unsere Beleuchtungen von außen zu Sichte. Krass, oder? Na hier. Na doch, die beleuchten das Feld von hier. Das war so gedacht und so geplant. Oder? Ja, wir bauen so. Passt ja. So. Das ist das hier von Scheiß, das ist gechiselte Birch, oder? Nee. Das ist normale Birch, okay. Was? Nee. Ich weiß nicht, ob die Mod funktioniert. Ich glaube, ich habe sie reingemacht. Nee, habe ich nicht, muss ich noch reinmachen, okay. Wie lange hast du denn jetzt? Noch 12. Ja, ist gut. Ich tue es sogar alle mit in die Kiste. Die brauchen wir gleich wieder nochmal. So. Warte kurz, ich muss mal ganz kurz für die Wand umbauen. Die Glasscheiben kannst du schon kurz so abbauen. Die gehen nicht kaputt. Du hattest da 12 Fliesen. Ja. Kannst hier nochmal bauen. So. Bau dir schon mal ein Prozent deiner Wahl. Ist deine Küche Baumer? Nach Möglichkeit keine Oak.
Das kannst du alle gerne, wie du gerne möchtest. Oh Gott, Heidi. Wir haben wohl noch andere Holzarten, wenn du haben möchtest, Jesse. Ja, ich sehe das nicht. Du kannst ja auch. Du kannst auch deine lila, Katholila an der Tür machen, oder blaue. Ja, ich sag mal, wenn das da. Cool aus. Da kannst du gleich noch mal noch so eine Schokobo-Tür machen und kannst du die hier hinsetzen, dann passt es hier los. Ja. Die hätte ich anders umgesetzt, auf jeden Fall. Ohne den Heim. Dann hast du hier dahinter schon mal deine Kühe. So, das große Ding, ne? So, hier hätte ich das so gelassen, die eine Kiste, da hätte ich das was anderes gemacht, warte. Ich muss mal kurz gucken, wo ich die überhaupt hier platte. So, so. Boah, ich denke die ganze Zeit, dass meine Waschmaschine schleudert, dabei ist das ein PC. Ja, mein PC ist ein bisschen lauter. Das liegt aber auch daran, dass ich eigentlich gar kein PC mehr habe. Wenn man so sieht. Mein PC, der liegt zerlegt auf dem Schreibtisch. Ich habe keinen Tower mehr rundherum. Es liegt nur noch Mainboard auf irgendeinem Suchbock und dann läuft die Scheiße auch erstmal. Hat aber auch den Hintergrund für meinen PC, den ich jetzt auch aufgeführt habe. Das wird wieder scheiße teuer, der Scheiß. Und wenn ich Glück habe, macht er das Kopf oder so. Ja, ich hab gerade einen Fehler gefunden. Design ist ein Fehler. So. Komm, wir sind ja. Die Kiste möchte ich gerne da stehen lassen, sodass man hier immer noch der Essen zufrieden hat. So. Jetzt müssen wir mal die Kiste leer räumen. Die hast du gesammelt, dezent. Wir brauchen mal kurz eine Kiste. Halt, jetzt halt mir. Ich muss das mal ganz kurz oben rein, weil ich gerade keine Kiste mehr frei habe. Tu es mal kurz mitten im Raum, ne? Ja. Das was in deinem Brot, das wir noch einfach so. Das heißt muss weg, das heißt muss weg. So. Das Table. Und da. Ja, stimmt. Und das. Ich kann sehen. Ja. Kommt da. Das kommt da hin. Und das andere kommt da hin. Genau. Dann muss ich mal gucken, dass ich die Kiste mal anders platziere. Hier. Darf man auch in die Kiste reinkommt? Du hast die Stufe. Von hier so, dass die von draußen normal aussieht, auch wenn die drinnen so.
So, genau. Dann kommt das ganze Gefrutzel und Gefratzel hier wieder rein. Ja. Die andere Milch oder wenn du machst. Genau, aber dafür brauche ich dann hier nochmal so ein Table. Hier stehen ja noch zwei. Du hast auch genug Öfen drin jetzt. Oh, das ist schon lang. Voices getting nearer. Heart is pumping, thoughts are running wild. We got a good thing going. Why we gotta feel satisfied. Oh ja. Show us how spending by your side. Ja. Hups, doch mal um drüber. Ja, guck mal, bei der Kiste hier, du kommst jetzt echt scheiße an die Kiste ran. Du musst das Krieg auf die Erde unterm Brand. So, dann haust du, wenn du das weiter hast, die Kiste dann dahin. Ich weiß nicht. Hä? Keine Ahnung. Ne, wir haben auch noch einen Ecken-Kitchen-Counter. Das Eck. Du kannst auch mehrere von diesen Countern noch machen, diese normalen. Ja. Weißt du? Also du kannst, warte, ich brauche 1, 2, 3 der normalen. 2, 3, 4, 4 Ecken. Ja, dafür brauchen wir dann später noch was in die Frage zu rutschen. Ja, die eine ja, aber die anderen dann nicht. Was sind die anderen Kühlschränke? Ja, die Frage. Oh.
Wieso? So, hier kommt dann zumindest noch so ein Kitchen Counter und da, da und da kommt noch eine Ecke. Und ich brauche noch einen anderen Kitchen Counter. Ich brauche noch einen. Ja, und ich brauche noch einen Kitchen Counter. Oh, noch mehr. Ja, ich muss mir da noch ein paar Leute. Kann sein. Zur Not machen wir die Wand dann halt nochmal eins rein und dann machen wir die Wand doppelt und dann kommt hier eine Doppelchest hin, dann sieht das auch nicht mehr so bescheuert aus. Sollten wir vielleicht auch machen. Ja, dann auch jetzt mal. Naja. Ja, dann muss ich einfach mal einen. So, die überlassen es einfach hier so stehen. Das Zeug, das machen wir raus. Auf der Wand. Ne? Da kriegt man das hier auch noch ordentlich aus. Kriegst du das mit einer Stufe noch hin, dass das so aussieht, als wäre hier von oben eine Platte dran? Da brauche ich noch mal ein Bock Eastman. Warte, ich mach gleich. Nein, das Cooking war hier. Ja, das war. Nein, der Ofen war hier an der Stelle, wo der jetzt gerade ist. Dann macht
So, warte. Ja, ja. Das Ding kommt hier hin. Das Ding. Und das. Und das. Und das. Das Ding. Unter dem Bart ist hier drüben. Ja, den kannst du auch hier hinstellen. Stell dir mal hier hin. Ja. Drei Ecken und noch ein Kitchen Counter. Der Kitchen Counter kommt hier hin. Ja, mit einem Abstand an die Tür. Ja, ja, dafür brauchen wir dann eine Werkzeuge. Du könntest jetzt sogar jetzt, wenn du willst, noch eine Jar machen. Ja. Eine normale und die kann ich dann eben stellen. Ja. Ja. Und da kannst du sie immer noch machen. Ja, ein bisschen mehr wie ich jetzt hier reinzulagern, weil ich brauche auch eine Weile, bis ich den voll habe. Der Platz geht nicht, weil hier dieses Ding ist. Kann ich auch anders klären. Ja, kannst du machen. Könntest sogar noch zwei machen davon. Den Platz hast du. Theoretisch könntest du nicht nur zwei machen, sondern 3, 4, 5, 6 kannst du noch. Warte, ich 4 Stück hab ich noch. Ne, 5 habe ich noch. Mehr ist im Ofen. Okay. Also ich hatte da einen Ofen gemacht. Ja. Wie viel ist da? Warte, ich gucke nochmal ganz kurz nach. 1, 2, 3, 4, 5, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kannst du machen. So viel Platz hast du. Ja, 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 ja. So. Ich hatte ziemlich große überdimensionale Bühne. Hast du noch Chess? Ja. Nö, da reicht nicht. Das meine ich eine übertriebene Küche. Aber wir hatten schon eine übertriebene. Eine richtig übertriebene, weißt du? Wo wir wirklich ohne Scheiß hatte jeder Dreck in der Küche einen eigenen Kühlschrank. Das ist meist übertrieben. Oder? Mhm.
Da deinen Hunger. Dein Handy nervt heute die Nation. Krass eigentlich, aber wenn bei dir das Handy vibriert, vibriert der ganze Tisch mit. Und das ist echt ein grandioses Spiel. Oder was anderes gegessen. Ich hab da echt ein Talent dafür. So, Steffi. Moment. Richten die Ecken sich dann eigentlich von alleine? Nö. Dafür brauchst du ein Ranch. Das kann schon verändern, gut, genau. Wenn nicht, mach ich noch eins. Du könntest, glaube ich, auch eine von. Dings machen. Hier wird gleich nochmal von Ablei. So. Hasi. Darf ich nochmal kurz aus dem Konzept schießen? Mach mal bitte nochmal. 2, 3. Warte mal, jetzt mal überlegen. 1, 2. 3, 4, 5, 6 Kitchen Counter. Ich hab Bock, Geschenke zu viel machen. Ich hab einen Bock, Geschenke zu viel. Oder darf ich auch noch? Du siehst da, wo ich freigelassen habe, sieht besser aus. Ich hab keine Kisten mehr. Boah, das ist ein Kühlschrank platziert, das ist nicht gut. Das hat hier mehr Probleme. So wie die Ecken da noch sind. Dann tu sie erstmal zur Seite. Dann tu sie erstmal zur Seite. Ich hab noch ein paar Geschenke da. To dream, believe in strength now. I-
Was ne? Jetzt Magma kam glauben. Das ist eine Multi-Block-Struktur von der Cooking for Blockhead-Küche, die man unendlich weiter vergrößern kann. Könnt ihr euch jetzt sagen, yo, ich krieg einen Klatsch hier, ich hab keinen Nerv mehr, ich hau jetzt hier nochmal zwei Kitchen-Counter dahinter. Dann könnte ich mit den Kitchen-Countern, könnte ich hier zum Beispiel noch eine ganze Reihe Kühlschränke durchziehen und es würde funktionieren. Das ist krass. Ja. Jawohl. Ich bin gerade mal ein bisschen am experimentieren, wir sind schon wieder bei. Ja. 31 Minuten. Boah. Ich glaube, das wird unser so Standardzustand, wa? Ich pudel jetzt noch schnell den Boden hier fertig aus. Und dann beende ich die Folge, okay? Geht jetzt im Fett ganz klein. Sind schön. Ich habe hier ja, wie du gesehen hast, ja angefangen mit den Farben hier. Kannst du mir mal noch eine zweite Farbe suchen? Welche Farbe? Hier mit diesem. Ich wurde noch angefangen. Ich will das Mosaik machen. Also es kastriert, so wie deine Küche, bloß in einer anderen Form. Ich brauche was zu dem Rot passt. Von anderen Farben her. Und mit diesem Text, ich will eine andere Farbe, verabschieden wir uns aus der Folge. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft Feed the Beast Continuum wieder. Damit sind wir raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen da. Wenn ihr das wieder passt. Und wieder, sieht immer gut aus. Wir probieren dann mal gleich aufs Stream. Okay, lasst einen Daumen da, lasst einen Kommentar da, haut ein Abo rein, kostet ja keinen was. Und empfehlt euch weiter und damit sind wir raus und ciao! Okay.